So, ich weiß, dass ein paar Arscher da draußen meinen, sei der letzte Kasper und Dreckser, was weiß ich alles! Fickt euch einfach! Es reicht mir! Jeden Tag muss ich mir die Scheiße hören! Was für ein verfickter Bastard ich auch bin! Dann kommt doch her, kleine Drecksäue! Kommt doch einfach her! Ihr kleinen, feigen Drecksäue! Du feige Sau, du Scheißkanacke! Wer auch immer du bist und wer auch immer ihr seid! Es reicht mir! Es reicht, oh Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Ihr wisst nicht, was geht, aber ständig, jeden Tag seit Jahren bin ich von irgendwelchen Drecksäcken angeschrieben, von den letzten Kanacken, Untermenschen, Hauptschülern, egal, von den letzten Dreck Untermenschen der Gesellschaft. So. So. Ständig sagen sie, okay, komm doch her, nimm mal einen Schwanz aus dem Mund, du scheiß verdreckter Halbender, ich fick deine Mutter, komm doch her, wenn du Probleme hast, okay, ich komme her, dann schlag ich dir das Maul ein und du schlägst mir das Maul ein, scheißegal. Auf jeden Fall schlagen wir uns dagegen die Fresse ein. Und wenn es ein bisschen härter wird, schlag ich auch mal ein bisschen mit dem Messer zu. Gibt's ein paar Messerstriche da rein, du kleiner Hurensohn. Oder wer auch immer ihr seid, es gibt ein paar Messer rein, ihr Scheißhater. Es gibt ein paar Messer rein, so, weißt du? Weil das sind so verfickt feige, die sind so verfickt feige, Leute. Schleim nämlich an den Mann Schwanz aus dem Mund, du scheiß verfickter, ich fick deine Mutter, keine Ahnung. So respektlos, du kleine Hurensohn, dann fick ich halt deine Mutter, dann fick ich sie, okay? Und sagst dann, was Schlimmes, dann komm, dann droh ich mir, dann komm doch her, du Internet-Rambo. Ständig hier, über einen, dass die Leute hier so große Eier haben im Internet, so 10 Meter halt, die trauen sich hier natürlich, alles zu sagen, um mir das alles Mögliche anzudrohen. Wenn der wirklich Eier hat, dann kommt doch her, dann schlage ich die Fresse aus und schmeiß euch die Prügel raus, so. Dann schlage ich euch die Fresse ein. So, dann mache ich das. Ohne Wenn und ohne Aber. Und von mir könnt ihr mir gerne versuchen, die Prügel rauszuschmeißen. Ich bin ein bisschen härter als ihr kleinen Bastarde. Verstanden? So. Ihr seid so feig, im Internet traut euch alles zu mir zu sagen, ihr 10 Meter Hikes im Internet, ihr Internet-Rambos. Seid ihr im Internet die 10 Meter Hikes mit den Eiern so groß wie irgendwelche Ölfässer, aber hier im Real Life seid ihr kleiner als eine Kakerlake. Kommt doch her, droht mir jetzt alles an. Ey, Alter, nimm mir einen Schwanz aus dem Mund, sonst fick ich deine Mutter, du scheiß Halbinder. Nur sag noch, was zu mir ist, sonst was passiert. Okay, dann komm doch her. Dann passiert was, dann schlag ich dir die Fresse ein. So. So. Wenn du mir deine Adresse gibst, von mir ist, ich komme her, ich habe leider kein Auto, aber wenn ich meine Möglichkeiten habe, komme ich her. Ich würde so gerne herkommen zu euch, Leute, und würde euch so die Fresse einschlagen. Und ihr traut euch wenigstens zu mir zu kommen, dann schlag ich euch die Fressen ein. Es reicht einfach, es reicht einfach. Es geht so nicht. Also so kleine, so feige seid ihr, ja, dass ihr euch im Internet alles traut und wieder so Schiss habt, kommt doch mal her, wenn ihr wirklich so krasse Typen seid, ihr Kanacken, Alter. Ihr kleinen Asler Kanacken, Alter. Ihr Kanacken, ihr dreckigen Kanacken, Alter. Kommt doch her, ich schlag euch die Fresse ein, das reicht mir einfach. Ob das in Deutschland, ob das in Chinesen ist, mir scheißegal, wer das ist. Aber wenn so jemand kommt, ganz ehrlich, dann fick ich euch. Schau, ihr Wichser.